Zuerst möchte ich euch allen ein frohes, gesundes, bewahrtes und gesegnetes Jahr 2022 wünschen. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Liebe Gemeinde, eine einladende Jahreslosung. Und das ganz Große: Diese Jahreslosung beginnt mit Weihnachten. An der Tür zum Stall von Bethlehem steht nicht das deutsche Schild: Betreten verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Nein, an der Tür zum Stall von Bethlehem heißt es: Betreten erwünscht. Schauen wir auf unser Bild. Die Tür ist offen, weit offen. Und es ist keine Tür eines Herrschaftshauses mit Schnitzereien und edlem Holz, keine Eisentür zur Absicherung, sondern eine einfache Tür. Und in der Weihnachtsgeschichte ist alles offen. Da ist noch nicht einmal eine Tür erwähnt im Lukasevangelium. Da ist der Stall und die Krippe: Betreten erwünscht. Und dann kommen sie, die einfachen Hirten, die Weisen aus Morgenland, später Simeon und Hanna und 30 Jahre später die Blinden, die Lahmen, die Elenden, die Schuldbeladenen bis hin zum Schächer am Kreuz. Sie kommen zu Jesus, dem Retter, dem, der das Heil, die Rettung über das Land bringt, dem Heiland. Und Josef und Maria und später Jesus selbst weisen niemanden ab. Er spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es gibt ein bekanntes Weihnachtslied, das mit seiner Melodie einzigartig auf die Jahreslosung hinweist: Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frauen. Die Melodie und das Lied sind ja aus Böhmen. Über die böhmischen Hügel und Berge kommen die Leute, und dann erst an der Krippe: Fürchtet euch nicht. Jetzt sind sie da. Wunderbar, diese Melodie. Es sind alle eingeladen bis zum heutigen Tag. Und erst bei Jesus hört alle Unruhe, alles Suchen nach Sinn und Ziel unseres Lebens auf. Wie sagt es doch der Kirchenvater Augustin: Unruhig ist unser Herz, bis dass es ruht in dir, o Gott. Bis dass es ruht durch seine Erlösung am Kreuz und durch seine Auferstehung. Bis dass es durch Jesus Ewigkeitsleben erhält. Aber gehen wir die Evangelien ein wenig durch. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gehört, dass Mütter ihre Kinder zu Jesus brachten, damit er die Hände auf sie lege und bete. Und jetzt geht es um dieses Abweisen. Aber es kommt nicht von Jesus, sondern es kommt von seinen Jüngern. Es ist schlimm, wie sich hier die Jünger benehmen. Hier im Grundtext steht im Griechischen ein Wort, das man mit anfahren, mit schelten, mit scharf zurückweisen übersetzen muss. Das ist unnütze Zeitverschwendung, denken die Jünger. Die Kinder können sich noch gar nicht für Jesus entscheiden und ihm nachfolgen.
Ihr nehmt ja die kostbare Zeit des Meisters in Anspruch. Das geht nicht. Jesus aber rief sie zu sich und sagte: Lasst doch die Kleinen zu mir kommen, hindert sie nicht, denn ihresgleichen ist die Königsherrschaft Gottes. Hans Bruns schreibt in seinen Erklärungen: Die Arbeit Gottes beginnt an unser aller Herzen viel früher, als wir vernunftmäßig fassen können. Wer eine Verbindung zu Jesus hat, ist gerufen, die Kinder mit den biblischen Geschichten und damit mit Jesus bekannt zu machen und für sie zu beten. Und wir können immer wieder von den Kindern lernen, gerade in unseren Tagen, Jesus alles zu sagen und ihm zu vertrauen. Und wie haben wir es vorhin gesungen im Lied? Vom Frieden Gottes haben wir gesungen, der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen schenkt. Betreten erwünscht, niemand ist für Jesus eine Zumutung. Das ist das Erste. Und jetzt gleich das Zweite. Betreten erwünscht, niemand hat zu viel gesündigt, zu viel falsch gemacht, zu viel auf dem Kerbholz. Ach, liebe Gemeinde, da denke ich wieder an mein schönstes Erlebnis drüben in Wüstenrot im Krophaus. Eine neue Frau war zugezogen aus Köln. Die Zimmernachbarinnen kümmerten sich um sie und sie gingen mit ihr nachmittags spazieren, so an jedem Tag. Und sie fühlte sich wohl bei ihren Zimmernachbarinnen. Und dann haben die Zimmernachbarinnen sie auch zur Andacht eingeladen. Ja, inzwischen ist sie schon bei Jesus. Und sie sagte eines Tages, als sie das Evangelium auf einmal erfassen konnte: Aber Herr Pfarrer, es kann nicht so gehen, wie meine Zimmernachbarinnen denken, dass man jetzt im Alter noch zu Jesus kommen kann. Das geht doch nicht. Das ist ja ungerecht gegenüber Gott. Denken Sie mal, Herr Pfarrer, ich bin ein Weltkind gewesen und war in Köln und ganz in der Welt und sollte jetzt noch im Alter, wie meine Zimmernachbarinnen sagen, Gnade erhalten. Das geht doch nicht, das ist doch ungerecht. Doch, sagte ich, das geht. Jetzt hören wir mal, was Gott dazu sagt. Und dann habe ich Matthäus 20 aufgeschlagen, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Die zuletzt gekommen sind, die bekommen den gleichen Gnadenlohn. Ach, und das hat die Frau erfasst, die Frau Bluck. Ja, sie war über 70 und nahm dann Jesus als ihren Heiland an und sagte auch ihren Kindern davon, ganz mit großer Freudigkeit. Aber die Kinder lachten sie aus. Was ist denn mit unserer Mutter passiert? Da stimmt etwas nicht mehr. Und es war den Kindern nicht zu vermitteln, dass die Frau Bluck Frieden gefunden hat bei Jesus, obwohl sie vorher ein ganz anderes Leben gelebt hat. Und sie ging dann später heim zu Jesus, das hat mir die Frau Prinzing dann noch erzählt. Sie ging heim zu Jesus mit den Worten: Du Herr, hältst deine Hand über mir. Und ein zweites Beispiel. Wir haben durch Schwarze Kreuz Briefkontakt
zu Gefangenen und zu einem Gefangenen, der sich fürs Evangelium interessiert hat und einen Bibelkurs durchgearbeitet hat. In diesem Bibelkurs wird dann zur Entscheidung für Jesus eingeladen. Und der Gefangene schrieb uns: Mein Leben war zu schlimm, ich muss erst einmal besser werden und mich bewähren. Man könnte es doch jetzt so machen, wir machen mal einen Probelauf in der Nachfolge Jesu. Und dann, wenn das gut geht, dann kann mir Jesus erst vergeben. Aber wir schrieben zurück, wir machten ihm klar: Sag jetzt Ja zu Jesus. Er nimmt dich an, wie du bist, und vergibt alles, wie groß die Schuld auch ist. Du brauchst keinen Probelauf. Betreten erwünscht, niemand hat zu viel gesündigt. Wie war das doch bei dem Räuber und Mörder, der mitgekreuzigt wurde und am Kreuz hängend mit Jesus und den anderen Verbrechern sprach? Er sagte: Wir empfangen, was unsere Taten verdient haben. Jesus aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lukas 23, Vers 43. Sag Ja zu Jesus, was auch war. Er vergibt, wenn wir unsere Schuld bekennen und bereuen und unser Leben im Gebet bewusst in seine Hand geben. Er schenkt den Frieden mit Gott und ein neues Leben. Und das dürfen wir weiter sagen. Es hat niemand zu viel gesündigt. Du darfst kommen und neu anfangen unterm Kreuz mit ihm. Und das Dritte: Betreten erwünscht, komm aus deiner Beobachterrolle. Die Geschichte von Zachäus, die wir vorhin gelesen haben, gehört haben, gehört leider in unserem Land, und wir wollen uns selbst fragen, gehört leider bei vielen Menschen zum Alltag, ob jünger oder älter, einfacher oder anspruchsvoller. Vielleicht lächeln Sie jetzt, aber ich meine nicht das Klettern auf einen Baum, sondern die Beobachterrolle. Um Jesus und seine Gemeinde zu beobachten, muss heute niemand auf einen Baum klettern. Man schaut auf die Christen in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, in der Umgebung. Wie stehen sie zu Jesus? Was wirkt Jesus in ihrem Leben? Man beobachtet. Ja, man kann auch in die Kirche gehen und beobachten und noch gar nicht eine direkte Verbindung zu Jesus haben. Und ist zufrieden und ist willkommen. Und wie geht's bei Zachäus? Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und Zachäus sagt nicht: Ach Herr, lass mich doch noch, wo ich bin. Ach ja, doch, ich will doch jetzt nicht auffallen. Lass mich doch weiter das beobachten, wie sich die anderen dir verhalten und wie du mit ihnen umgehst. Nein,
Zachäus macht ganze Sache und stellt sich dem Ruf Jesu, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Das ist das Große. Jesus ruft Zachäus in seine Nachfolge und Zachäus lässt sich rufen und kommt zu Jesus und offenbart ihm sein Leben. Und da lief vieles falsch und bereinigte, was möglich war. Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wo ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Das will die Jahreslosung uns sagen. Niemand ist für Jesus eine Zumutung. Niemand hat zu viel gesündigt. Komm aus deiner Beobachterrolle. Und vielleicht, wenn der eine oder unter uns, der andere unter uns noch in der Beobachterrolle steckt, mach ernst, lies deine Bibel, geh morgens an das Wort Gottes, lass dir etwas sagen von Jesus aus seinem Wort und dann geh mit ihm in den Tag und dann sag ihm, was noch falsch läuft bei dir. Sag's ihm im Gebet, komm aus aller Beobachterrolle heraus, mach ernst. Das will die Jahreslosung uns sagen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und wie sagt denen, die sich darüber entsetzen, entrüsten, dass Jesus Zachäus aufnimmt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ach, wir wollen uns, wenn wir ernst gemacht haben mit Jesus und einen neuen Anfang gemacht haben, nicht von irgendjemandem durcheinander machen lassen. Er ist gekommen für dich, für mich, für jeden. Betreten erwünscht. Schauen wir wieder auf unser Bild. Die Tür ist einladend offen. Sie bleibt offen. Auch wenn wir uns für Jesus entschieden haben und ihm nachfolgen und in der Nachfolge einmal versagen. Im Lesebuch zur Jahreslosung von Christoph Morgner berichtet der Pfarrer Dr. Klaus Douglas aus Berlin folgendes: Überschrift, ein Stern war vom Himmel gestürzt. Der junge Pastor in einer Gemeinde hatte versagt. Und irgendjemand hatte geplaudert und die Presse hatte es gnadenlos ans Tageslicht gezerrt. Da ist ein Pastor, der gesündigt hatte. Der Pastor hatte eine Berufung erlebt. Und er meinte es ernst mit dem, was er sagte. Aber es gab eine Situation, da war er schwach geworden. Und morgen würde der Gemeindevorstand über seine Zukunft bestimmen und dem unglücklichen Mann, ja, dem unglücklichen Mann war nur allzu klar, wie die Entscheidung des Gemeindevorstandes ausfallen würde. Und Klaus Douglas fragt nun die Leser, wie hätten sie entschieden, wenn sie im Gemeindevorstand gewesen wäre? Und dann stellt er die Frage, und wie war das denn bei Simon Petrus? Jesus stellt Petrus nur eine Frage: Simon, Jonas Sohn, hast du mich lieb? Und als Petrus das stockend bejaht, geschieht das nahezu Unfassbare. Jesus beauftragt ihn: Weide meine Schafe. Das heißt, leite meine Gemeinde.
Dem Petrus ist das Gespräch, das Jesus mit ihm geführt hatte, dort am Feuer am See Genezareth, alles andere als angenehm. Er war traurig und über sein Versagen hatte er schon vorher bittere Tränen geweint. Und wie ist es bei Petrus weitergegangen? Da lesen wir in der Bibel nur eine Seite weiter. Johannes 21, eine Seite weiter, Apostelgeschichte 1, dass nach der Pfingstpredigt, die Petrus in Jerusalem hielt, etwa 3000 Menschen zum Glauben an Jesus kamen. Jesus gebraucht Menschen, um sein Reich zu bauen, Menschen, die ihn lieb haben, auch wenn sie noch sündigen. Wenn sie perfekt wären, bräuchten sie Jesus ja gar nicht, bräuchten sie keinen Heiland, bräuchten sie keinen Retter. Die Tür bleibt offen für jeden, zu jeder Zeit, der Jesus lieb hat und sich dann wieder korrigieren lässt und bereut und einfach wieder weitergeht mit ihm, dem Herrn. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Dazu noch ein drittes: Betreten verändert uns. Unser Innerstes wird hell und weit und hoffnungsfroh. Und so sehen wir auf der Karte, dass es auf der rechten Seite hell wird, dass wir auf der rechten Seite ganz herzlich willkommen sind. Es ist immer wieder ein Wunder, wie Christen, die in vielen Ländern Asiens und Afrikas verfolgt werden, oft grausam verfolgt werden, dennoch an Jesus festhalten. Trotz aller Verbote berichten sie anderen von ihrem Glauben. Und sie werden froh dabei, trotz großem Widerstand. Neulich habe ich gelesen, so wurde in Indien der Mann Rafi ermordet, weil er von Jesus weitererzählte. Hinduismus ist dort jetzt ganz stark dran. Seine Frau Sumi bleibt dennoch im Glauben an Jesus und erzieht ihre Kinder im Glauben an ihn. Im Iran, wo alles streng verboten ist, gibt es heute eine Erweckung. Immer mehr junge Leute verlassen den Islam und treffen sich im Geheimen und hören eine Botschaft von Jesus im Rundfunk und haben Gebetsgemeinschaft miteinander. Manchmal werden sie erwischt und die Leiter eingesperrt. Dennoch bleiben sie bei Jesus. Warum? Weil Jesus ihnen auch heute Kraft und Hoffnung gibt und sie seine Führung und seine Liebe erleben. Er ist da wie ein helles Licht in der Nacht, wie ein Gruß, der das Herz höher schlagen lässt. Und es geschehen immer wieder der Bewunder, Wunder der Bewahrung und der Durchhilfe. In Usbekistan, so habe ich gelesen, einem zentralasiatischen muslimischen Land, kommen Beamte zu einem Christen, um sein Haus zu umstellen und zu durchsuchen. Wenn sie etwas finden, werden sie ihn verklagen. Der Christ in Usbekistan erkennt die Beamten rechtzeitig und wirft gerade noch, ohne dass dies merken, seine Bibel in den Nachbargatten.
Und die Beamten durchsuchen alles und finden nichts. Am nächsten Tag, so läuft das Evangelium, so fügt es Gott, am nächsten Tag kommt der Nachbar mit der Bibel und sagt, er hätte in diesem Buch sehr viel gelesen. Es wäre ein ganz wunderbares Buch, aber er versteht manches nicht, ob er ihm das erklären könnte. Und dann wird ihm das, die Botschaft von Jesus erklärt und der Nachbar kommt auch zum Glauben. Und so läuft das Evangelium, ein Licht mitten in der Dunkelheit. Und es bewahrheitet sich immer wieder, wie es im Lied heißt, denn dein Weg wird hell, wenn du mit Jesus gehst. Diese wunderbare Veränderung durch das Evangelium finden wir ja bereits in der Apostelgeschichte. Saulus, dem Verfolger, erscheint Jesus als helles Licht und er hört eine Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dann offenbart sich ihm Jesus und er wird im Innersten überwunden, wird zum Missionar der damaligen Welt. Ein Beamter aus Äthiopien legt eine riesige Strecke mit dem Pferd zurück, um in Jerusalem eine kostbare Abschrift des Propheten Jesaja zu kaufen. Und er ist wieder auf dem Heimweg nach Süden. Er kann die Handschrift lesen, aber er versteht sie nicht. Gott führt es so, dass der Evangelist Philippus zu ihm kommt und ihn fragt, verstehst du auch, was du liesest? Wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet, sagt der Beamte. Und Philippus legt ihm die Schrift aus und weist auf die Erfüllung in Jesus Christus hin. Und der Beamte versteht durch die Auslegung des Philippus des Evangelium, lässt sich taufen und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, er aber zog seine Straße fröhlich. Passen wir das zusammen? Kann man das zusammen machen? Es geht nicht. Ja, ich will es zusammenfassen. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Jesu Tür ist offen, betreten erwünscht. Niemand ist für ihn eine Zumutung. Vertrau seinem Wort wie ein Kind. Du kannst mit allem kommen. Niemand hat zu viel gesündigt. Und komm aus deiner Beobachterrolle. Und das Zweite, die Tür bleibt offen, auch wenn wir in seiner Nachfolge einmal versagen. Und das Dritte, mit Jesus gehen wir ins Licht. Manfred Siebald sagt es so, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Und so wollen wir, und ich sag's mir auch, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Und so wollen wir mit ihm bewusst weiter hineingehen ins neue Jahr. Er ist da. Halleluja. Amen. Es ist niemand zu groß.